Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Baranor, ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Ich wünschte, ich wäre bei den Belagerungsfestchen. Ein Elb ist so viel wert wie drei Schützen aus Gondor. Was? Nur drei? Wenn man Wasser auf den Wettstein geben, wenn man eine Klinge schärft, dann wird sie schärfer. Warum sollte ich das wollen? Meine Klinge soll schön stumpf sein, damit die Bleichau den Stich auch spürt. Es war echt dumm. Eine scharfe Klinge ist zu gut für Menschenpack. Das brauchen wir, um die Belagerung zu brechen. Unsere besten Kämpfer greifen mit geballter Kraft den Schwächsten.
schätze nie den Mann, der sein Zuhause beschützt. Das ist nicht ihr Zuhause. Das ist meine letzte Nacht in Mordor. Jetzt werde ich nie einen Grog reiten. Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. Kankra, dunkle Herrin, mir egal, wie sie sind. Widerliche Spinne! Das hört sich nicht. Ich habe jeden Tag einen neuen Gegner. Ich habe diese leichten Ziele satt. Geben wir Baranors Trupp das Zeichen. Waren sicher nur. Ah, der süße Geruch von Menschenangst. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam, Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt, erlangen wir den Sieg. Gemeinsam nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setzt sie in Flammen! Für Gondor! Es ist Zeit für den Angriff. Er vermeint uns alle! Jedes davon auch verwenden. Ich verschwende nichts. Ich denke, wir sind quitt. Eine gute Jagd. Außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Nun, Talion. Konnten wir etwas bewirken? Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich! Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein.
Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. Kankra kann uns Saurons Schwäche zeigen. Wir brauchen sie. Aber um welchen Preis? Kankra kann uns helfen, Saurons Heer zu schwächen. Das ist gut. Absolut krass. Stimmt was nicht. Unfassbar. Eine ganze Kriegergruppe wurde ausgelöscht. Glaub's Warte. Nur. Auf die Knie! Gefällt dir das?
gesehen. Ich muss noch mehr sehen. Ich weiß. Wenn du das Schicksal Saurons kennst, zeig uns seine Schwächen, damit wir ihn bezwingen können. Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen, wie er sich vor mir windet. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmied? Du und Sauron seid eins. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel? Sie ist nicht unsere Verbündete. Deine sicher nicht. Komm, Talion. Sieh durch meine Augen. Ihr Untergang kommt von innen. In Minas Ithil gibt es einen Verräter. Doch wer? Zweifelst du an ihr? Ihre Visionen wurden wahr. Wir haben es beide gesehen. Dann kämpft Minas Ithil einen Krieg an zwei Fronten. Halt, leuchtender Herr! Wir wissen, wie man den Verräter findet. Führ uns zu ihm. Ein Häuptling schickt einen Boten zu ihm. Wir zeigen euch den Boten. Da, seht ihr, die dunkle Herrin bietet ihre Kleinen an. Ein Nest voll mit ihren Kindern. Weckt sie auf und seht zu, was sie tun. Hier! Nein, hier! Warum die Eile? Wer weiß, ist doch egal. Das stimmt. Kleinen stehen zu, aber sie töten nicht. Ein tiefer, tiefer Schlaf. Sie kommen zurück, wenn niemand hinsieht, und bringen Orks zurück zur dunklen Herrin, damit sie verschlingt. Ein schreckliches Schicksal. Was unsere Feinde fürchten, ist für uns von Wert. Da, das ist der Bote. Folgt ihm und er führt euch zu seinem Meister. Ab jetzt gehen wir allein. Versteck dich, Gollum. Was? War wohl nur eine Ziege im Gestüt. Endet ihn, ihr Narren! Was ist bereuen, wenn ich selbst Kopfmänner befehlige? Nein! Vergib mir, Häuptling! Bitte, verschont mich! Schleicht!
Entfache das Signal! Ich habe Wichtiges zu tun. Ich treffe ihn. Tuka. Menschenbrecher! Ich komme vom Verräter und habe wertvolle Informationen für ihn. Ich war dir nicht im Weg. Und wenn du sowas Wichtiges zu tun hast, warum hältst du dann an und prahlst vor mir damit herum? Beweg dich, du Made! Mich kriegst du so nicht! Gib auf! Meine Lippen sind fest! Oh nein, Waldläufer! Heute werde ich dich töten! Und ich falle dir dafür nicht in den Rücken! Außer du drehst dich um und läufst weg! Und schneiden. Es ist eine Kunst vor Schönheit. Ich werde dich schlachten und du wirst mein Meisterwerk sein. Kämpferisch. Lass gut schmecken. Frisches Fleisch. Ich bin. Zum Essen, zu schwach als Bedrohung. Ich zerhaue! Ich sehe ihn.
Ich hab dich zu langsam, Tag! Menschenbrecher! Der Grabwandler ist hier und hinter mir her! Ich hab nichts über den Verräter gesagt! Glaub mir! Wie oft hab ich es euch gesagt? Redet niemals offen über den Verräter! Nehmt euch diesen erbärmlichen toten Trottel als Beispiel! Die nächste Made, die das Wort Verräter in meiner Nähe auch nur flüstert, endet noch schlimmer! Dann waren wohl Ratten, ganz sicher. Nicht, dass man schnappe ich ihn, ganz sicher.